Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg und Totenkämpfe der Dracheninsel, oder genauer gesagt hier um den Honeycoat. Dafür befinde ich mich jetzt hier bei der Küste des Erwachens, und zwar bei 3983. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht die Vogt aus. Wir verwenden hier Faulatem mit grässlicher Atem, Schlafgas und Zeuregen, den Geisterkrabbe mit Schnappen, Sturmflut und Fäule und verseuchte Welbling mit Schwanzfähig, Totenverfall und grässlicher Atem. Beginnen gleich den Kampf. Und hier ist es so, beim Faulatem gibt es einen Breed, der langsamer ist als Blutbeißer. Deshalb kann es sein, dass man hier mit Säuregen die Gegner nicht trifft, aber danach mit grässlicher Atem. Also es gleicht sich ein wenig aus. Deshalb ja, könnt ihr eigentlich alle Breeds hier mitnehmen. Dann an dieser Stelle setzt jetzt der Gegner hier Verblassen ein, aber die hinteren Pads treffen wir trotzdem. Wenn dann grässlicher Atem ausgelaufen ist, also diese drei Runden, können wir wieder grässlicher Atem einsetzen. Einfach weiterarbeiten mit dem Faulatem hier natürlich, weil das halt das Maximal an Schaden raushaut bei den Drachkin-Pets. Jetzt kann es sein, dass man hier getötet wird durch die Bissattacke, welche unter Drachkin-Bonus halt gewirkt wird. Deshalb kann man hier noch einen grässlichen Atem einsetzen in den meisten Fällen und dann wird man hier weggehauen. Dann kommt hier die Geisterkrabbe ins Spiel. Hier wird jetzt der Gegner gleich Todstellen einsetzen, deshalb kann man hier mit Sturmflut weiterarbeiten, macht jetzt nicht wirklich Schaden, weil wir dagegen nicht treffen. Aber danach bei Tina ebenfalls einfach mit Sturmflut weiterarbeiten. Es gibt eben einen kleinen Unterschied, wenn man vielleicht zuvor nicht stirbt beim Fauler Atem durch die eine Bissattacke, kann es sein, dass man vielleicht noch eine Runde länger überlebt und dann wäre Todstellen bereits dann, ja, wenn die Geisterkrabbe in den Kampf kommt. Also eben, da gibt es einen kleinen Unterschied, aber eben, wenn Tina in den Kampf kommt, einfach Sturmflut zweimal einsetzen, dann werden hier ausgewechselt und dann können wir weiterarbeiten mit grässlicher Atem, was natürlich sehr effektiv ist gegen die Gegner. Jetzt wurde ich einige Mal gecrittet in diesem Kampf, aber man hat trotzdem ein bisschen Spielraum, also sollte jetzt nicht wirklich sehr tragisch sein, weil halt grässlicher Atem doch sehr effektiv ist gegen diese Drachenpads. Meistens ist es so, dass man hier gleich in der Untotenphase ist beim verseuchten Welbling und dann hier eventuell noch einen grässlichen Atem einsetzen kann. Und dann stirbt hier Tina, im Hintergrund ist bereits ebenfalls noch ein Pet gestorben und dann kann man hier weiterarbeiten mit grässlicher Atem, um den Rest zu erledigen. Falls die Geisterkrabbe nochmals in den Kampf gehen muss, am besten einfach mit Sturmflut kämpfen oder wenn der Gegner abgehoben ist, natürlich eventuell mit Schnappen arbeiten, weil Sturmflut immer als erstes eingesetzt wird. Also eben da müsst ihr vielleicht ein wenig improvisieren. Und ja, das war's dann für diesen Guide. Ich hoffe, ihr konntet euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!